Ja, der nächste Gegner ist der FC Everton. Ach, was gibt's denn jetzt wieder? Länderspiele? Auslosung. Und wir spielen gegen Borussia Dortmund. Na, das kann ja lustig werden, ne? Und das ist in 2 Wochen. Gut, dann wissen wir das ja schon mal. Aber jetzt haben wir erst einmal den FC Everton vor uns und das sind 8 in der Tabelle. Kann man mal reinschauen. Ja, 8er, die kämpfen nämlich auch mit. Um die internationalen Plätze. So, den mal spielen wir auswärts. Oh, den Baba ist immer nicht fit. Steven Taylor auch nicht. Oh, diesmal sind mehrere nicht fit. Dann mal vielleicht einmal Andreoli eine. Innenverteidiger mal gucken. Dann mal den rein. So, dann bleibt Oscar, bleibt daheim. Dembaba, los mal. Gut, und sonst? Sonst passt es, oder? Cool, dass man drin hat. Gut, also Everton wird wahrscheinlich auch Kämpfer. Denn für die geht es ja auch um irgendwas. Baines. Auf Naismith. Jelavic. Und das war's. Ja, Fahrfahren verliert ihn doch zu leicht. Vitor. Ja, das war faul, ne? Von Belgier. Vellaini oder wie er heißt. Wahrscheinlich spricht es wieder verkehrt aus. Der kriegt auf jeden Fall die gelbe Karten. Und das war's. Fahrfahren. So schnell geht's. Das ist ziemlich schnell gegangen, das Tor, ne? Da war der Freistoß von Neskens. Da kriegt er dann wieder. Und haut er mal drauf. Und das war schon ein guter Kracher, ne? Auf jeden Fall haben wir schon mal eine gute Ausgangsposition. Mit 1-0 können wir was anfangen. Baines. Den haben wir abgefangen. Ben Arfa ist nämlich auch wieder fit. Immer noch Ronaldo. Jetzt verliert er. Vielleicht können wir den Herrn da noch ein bisschen provozieren. Den hat schon gelbe Karten. Vielleicht können wir den noch irgendwie nochmal zu einem Foul hinreißen. Guck mal von Santon. Capitano. Faustabwehr. Der
Der FC Everton wackelt hinten, ne? Die sind da nicht ganz so sicher. Ja, diesmal glaube ich gibt es ein Gelbe für uns, für Ben Affa. Wobei, so grob war das jetzt gar nicht. Barkley auf Baines. So, Konter in die andere Richtung. Über Fafan. Neskens. Und es gibt Ecke, nö. War gut ausgespielt. Und das war, wer ist denn da? Fafan ist da auch nicht immer. Weiter Pass auf Jelavic, den erwischt er nicht. Oh, Kotscha. Hat uns der im letzten Spiel, also im Hinspiel, irgendwie die Probleme gemacht. Von dem ist bisher noch nichts zu sehen. Das war eine gute Parade von Krul. Und somit gibt es auch die erste Ecken für Everton. Miralles. Ich glaube, wenn der nicht erwischt hätte, wäre es brenzlig geworden. Auf Ronaldo, der erwischt, ne? Aber wird wie so oft wieder geblockt. Das passiert dann leider zu oft. Naismith auf Okocha. Und da haben wir einen riesen Fehler gemacht in der Abwehr. Zum Glück war der Torwart da. Aber im Großen und Ganzen ist Everton bisher noch ziemlich harmlos. Bis auf ein paar kleine Ausnahmen. Aber sie probieren es natürlich. Das war gut angefangen. Dembaba. Unten ist Fafan. Ja, da hätte er rennen sollen, aber da war auch ein kleiner Fehler jetzt. Jetzt haben wir ihn wieder. Und da ist er gleich nochmal. Aber diesmal hat ihn Howard. Aber erst beim zweiten Mal. So, der Schiedsrichter lässt 2 Minuten noch spielen. Wo ist denn eigentlich unser Außenverteidiger? Dodo spielt auf der Seite, oder? Sehen du ihn nicht? Gut, also 1-0 zur Halbzeit durch ein Tor vom Fafan. Okay, wechseln mag ich noch nicht, oder? Das glaube ich passt noch. Das haben wir jetzt aber dann später. Und dieser Song, wir müssten. Ja. Ich glaube, wenn wir noch liegen, das schaut eigentlich mir, wenn wir irgendwie
2 oder 3-0 führen. Ist immer sicherer als 1-0. Dodo. Ronaldo. Jetzt gibt es da durcheinander zwischen unsere Spieler. Da stehen 4 Mann von uns auf der Seite, also am Flügel. Gibt's das? Missverständnis zwischen Torwart und Verteidiger. Jetzt machen sie mehr Druck, ne? Kommt mir so vor. Ich glaube, das ist wirklich so, dass sie mehr Druck machen. Fahren wieder Alorts auf das Seiten. Ja, jetzt denkt man, der springt dann hinten rein. Aber es gibt noch eine Ecke. Die aber irgendwie gar nichts war. Pienaar. Das war nichts fremd. Ja, die machen viel mehr Pressing, ne? Die gehen ziemlich früh drauf. Verständlich, denn die liegen ja unten hinten. So, jetzt aber. Wieder nicht. Ja, tippt die Gelbe für Kabay. Jawohl. Da hat er zwar den ersten noch stoppen, genau, aber den zweiten, das ist nicht mehr so gut gegangen. Okay, ich habe nur noch mal nachgeschaut. Heitinga, Barkley, Pienaar. Jetzt nogeln sie uns hinten fest. Das war jetzt die Chance gewesen, da hat er freie Bahn gehabt. Aber der Abschluss war bescheiden. Ja, jetzt aber, oder? Ne? Das war ja eigentlich, ja, Glück. Da haben wir gescheit viel Glück gehabt, der ist nämlich irgendwie zu Ben Affa gekommen. Der Pass selber war genial. Der war gut. Ronaldo hat leider wieder nicht getroffen, aber mit Glück ist er zum Flügelspieler gesprungen, ne? Zu Ben Affa, und der kann er beruhigt einschirmen. Jetzt schaut es natürlich schon mal ganz anders aus. Jetzt führen wir 2-0. Jetzt werden wir aber auch mal wechseln. Und zwar geht Kabay aussehen. Dafür bringen wir Garcia. Der geht wie immer wieder ins, ja, ins defensive Mittelfeld. Und Dembaba kann man damit den außer.
Dafür bringen wir Henderson. Wir spielen jetzt ein bisschen mehr auf Verteidigung. Wir müssen ja nicht immer brachial offensiv spielen. Velius. Immer noch Everton. Es gibt Gelb gegen Coluccini. Jawohl. Der hat nämlich den Typen umgehaut. Jetzt tue ich nochmal wechseln. Und zwar geht jetzt Ben Affa außer. Oder? Ja. Da war kein Brickshare. Oder Brickshare heißt er. Ja, ich glaube, wenn der jetzt nicht abgefälscht worden wird, dann wird der ziemlich fällig geworden. Aber so war er nur ein Schüsschen. Oh, Kutscher. Keine Landsparade. Jetzt müssen wir aufpassen, damit wir nicht solche Fälle öfters machen. Henderson. Ja. War eine kleine Chance. Nächste Chance durch Scheer. Und Konter von Everton. Pienaar. Haitinga. Wieder Pienaar. Ja, das war spektakulär von Okocha. Geht aber drüber. Jetzt sind sie irgendwie schon vom Pech verfolgt, oder? Die haben schon einige Chancen gehabt, aber haben nichts reingehaut. Also ein Tor hätten sie eigentlich schon verdient. Ja, was soll man noch sagen? Henderson. Das war die absolute Entscheidung. Und es ist, glaube ich, sein erstes Tor für uns, seit er von Liverpool zu Newcastle gewechselt ist. So, jetzt müssen wir dann mal gleich abpfeifen. Oder? Nein, noch nicht. Es gibt noch mehr Einwurf. Achso, jetzt hat er Abpfiffer. Habe ich gar nicht gehört. Auf jeden Fall gewinnen wir 3-0 gegen Everton. Ja, war gut gespielt. Chelsea gewinnt wieder. Also bleibt es immer noch gleich.